Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute mal zu einer etwas anderen Variante des Road to Glove Unboxings. Und zwar, wie manche vielleicht von euch schon wissen, war ich ja letzte Woche krank und da sind einige Sachen passiert, die ich hier jetzt mal kurz erklären werde. Und zwar, das Ganze hat so angefangen, mein Mate, der Matthias, auch bekannt als Fishmack, hat letzte Woche so einfach so just for fun ein paar Kisten aufgehebelt und hat dabei halt Knife gezogen. Da zeige ich euch mal hier jetzt noch kurz einen kleinen Clip dazu. Lieber Knife, Alex. Na, wirklich, lieber wirklich, Knife. Wirklich, ja, wirklich? Ja. Was wird's? Shadow Daggers Doppler. Wirklich? Ja. Wirklich? Ich schwör, Mann. Wirklich? Ich schwör, Mann. Fabrik neu. Ich schwör, Mann. Ja, sie kriegt gerade die Krise da. Ja, aber wieso schon wieder Shadow Daggers? Ah ja! Alter, Phase 2. Wie viel sind die wert? 76, 90, 100er. Alter. Das sind nämlich nur die besseren für die Doppler. Alter. Das ist nicht passiert. Es ist passiert. Das ist nicht mit einer 0,003 Upload. Hast du ja gar nicht die Aufnahme, Rena? Nein, aber ich krieg gerade einen Herzlinger. Es ist wirklich mal passiert. Ich hätte geglaubt, dass es um ihr Leben. Wenn man es am wenigsten erwartet. Dann ein paar Tage später hatte sich immer dieses nochmal gedacht, er hebelt nochmal ein paar Kisten auf, so just for fun, weil ja beim letzten Mal hat er Luck und Knife gezogen, er kann jetzt ruhig mal wieder ein paar Kisten aufheben, natürlich hat er auch wieder mal Luck und zieht dabei eine P90 Death by Kitty Stat Track Minimal Wear, wo der Preis ist, glaube ich, keine Ahnung, bei 100 Euro, 130 Euro liegt. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen, weil der Bot hat natürlich das, also sein Inventar auf privat. Das hätte ich euch jetzt gezeigt, weil ich habe natürlich auch keinen Clip oder keine Aufnahme, woher jetzt die P90 zieht. Und da war ich dann eigentlich schon echt extremst triggert, weil wie ihr wisst, ich hebel ja jetzt schon also ein paar Kisten auf in die Road to Glove Unboxing Series und jetzt Road to Knife. Und es sind jetzt schon ewig, also verdammt viele Kisten und ich mache das jetzt schon seit Anfang des Jahres. Beziehungsweise ich habe glaube ich sogar schon etwas früher damit angefangen, irgendwo so im Dezember herum. Und habe bis jetzt noch kein Rare Special Item gezogen. Es war kein Knife, es war keine Glove, es war bis jetzt noch gar nichts. Und da war ich halt einfach richtig triggert und habe mir dann da auch Kisten gekauft und die aufgehebelt. Und dann ist das passiert, mit dem ich wirklich am allerwenigsten gerechnet hätte. Weil wenn ich gewusst hätte, dass jetzt nichts kommt, ich hätte mir die Kisten irgendwie aufgehoben und das dann für ein Video verwendet. Aber man, ja, nach so vielen Kisten rechnet man einfach nicht mit, oh, dass da jetzt wirklich auch noch was kommt, ne? Und jetzt zeige ich euch mal den Clip, also die Aufnahme davon, und meine Stimme ist halt etwas arsch, ich rede jetzt nicht viel, weil ich, wie gesagt, mir ging es da nicht gut, ich war etwas erkältet, ich war verkühlt, also einfach, ich war krank, ne? Du musst mal beitreten, gell? Ja. Miese Sau. Bin gerade so am Dings umstellen. Vorhin da die Maps. Kanals, Kabels und New Gages, hier auch bis das Train vergessen. Ja. Okay, neue Train, oder? Let's go. 700, na 800 Spieler von Super. 1000 nur in der Playlist, wo wir suchen. Also, was machen kommt das? Was? Kommt das auch, wenn wir zum Rocket League spielen? Wieso? Was? Wieso? Ja, das ist cool.
irgendwem Trickshots üben. Kannst du es nicht selber üben? Ah. Weil, soll ich denn einen Ball spielen? Oder von wem soll ich denn einen Ball annehmen? Und selber auf die Wand spielen, dass der abspringt. Hinter mir, er spielt einmal auf die Wand auf, ja, zum Beispiel. Dann von ihm vor der Mitte auf die Wand auf und pick ihn zum Beispiel, weil das ist dann urgut. Warte, du musst ja zusammenreden. Alter, wir werden da kein Spiel finden. Oder gehen wir jede Map rein? Kannst du auch machen. Aber dann haben wir nicht so eine Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine gute Map treffen wie jetzt. Nein, kannst du nicht. Du halt irgendwas. Ich hab halt 6 Wettkampfsiege. Krass. Matthias. Alex. Matthias. Hast du was zu? Ja. 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 Ich hab was zu. Was? Handschuhe. Okay. Ich hab Handschuhe, ja. Woher da? What the fuck? Was für welche? Keine Ahnung, wie die heißen. Ganz viel Wert, glaubst du? Schau grad nach. 130. Sind World One nicht so viel. Das war cool. Alter. Das war gut, Alter. Ja. Ah, Hurs, Hursten. Ja, mit dem Account bin ich dabei schon voll im Profit. Ausnahmsweise. Ausrüsten. Jetzt ist es dann Gott sei Dank doch noch passiert, dass ich diesen verflixten Handschuh mal bekomme. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Episode das jetzt ist. Ich glaube die 27. oder so. Und das würde dann bedeuten, ich habe so um die 280 Kisten aufgehebelt. Ich habe mir das jetzt noch nicht durchgerechnet, weil die letzte Episode ist jetzt doch noch etwas länger her. Wobei ich sehe gerade, Episode 25 war die letzte, das heißt, es wären um die 260 Kisten, Glove-Kisten, also nur Kisten, wo ich Handschuhe ziehen kann, habe ich jetzt aufgehebelt. Also insgesamt in diesem Format. Und jetzt hier habe ich dann doch nochmal die Gloves gezogen. Was ist eure Meinung dazu? Ich habe bis jetzt mein Leben erst zweimal Gloves gezogen und das sind jetzt glaube ich eher schlechtere, weil die anderen, was ich gezogen habe, die waren halt keine Ahnung wie die heißen. Ich merke mir den Namen nicht, aber ich kann hier kurz nachgucken. Sind ja am Main. Apropos, es läuft ein Giveaway. Wer es noch nicht gerafft hat, checkt das letzte Video ab. Vielleicht verlinke ich das noch in der Infobox, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, ob ich mir das merke. Ausrüstung, Handschuhe. Die Handschuhe, also diese Handschuhe habe ich immer beim ersten Mal gezogen. Die sind so um die 400 Dollar wert. Die anderen, die sind ja, wie ihr gesehen habt, oder auch nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video dann bearbeiten werde, zusammenschneiden werde. Die anderen Handschuhe, da liegt der Preis bei ca. 130 Euro. Ich meine, ich werde sie mir sowieso behalten und auf dem Main traden, dass ich sie dann für T-Sides ausrüsten kann. Aber mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Beziehungsweise auch eure Statistiken. Habt ihr schon mal Handschuhe gezogen? Wenn ja, welche? In was für eine Preiskategorie liegen die? Und wie viele Kisten habtet ihr aufgehebelt, bis ihr diese Handschuhe bekommt? So, das wäre jetzt dann eigentlich sozusagen das Ende der Road to Glove Unboxing Serie. Haben wir das Ende irgendwie anders vorgestellt, dass mich das einfach in einer... Naja, dass das einfach jetzt so zufällig geschieht, hätte ich nicht gedacht. Aber egal, wir haben ja noch ein Road to Knife Unboxing 2.0, die Serie läuft ja noch. Die ist ja noch relativ jung, da habe ich jetzt 2 Episoden, die läuft ja weiter wie sonst auch. Und dann würde ich mich noch über einen Daumen nach oben für das Video, würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr schon mal Handschuhe gezogen habt oder nicht und so weiter und so fort. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, weil die Abo-Box
funktioniert mittlerweile gar nicht mehr oder keine Ahnung, ob die überhaupt noch existiert. Aktiviert die Glocke, dann klappt das auch. Und ja, dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.